Herr Präsident, werte Mitglieder der Regierung, Hohes Haus, werte Sozialdemokraten, ich muss mit Ihnen beginnen, weil ich nicht verstehe, warum Sie dieses wichtige Thema dazu nutzen, dass Sie auf die Bauern hinhauen und hintreten, wo doch das Faktum ist, dass die Bauern auch schon längst die Leidtragenden dieser türkisen, verfehlten Politik in diesem Land sind. Da muss man nicht noch hinten nachtreten. Und sehr geehrte Damen und Herren, Herr Bundeskanzler, wenn Sie sich hier herausstellen mit einem Grinser im Gesicht und davon sprechen, dass es Unterhaltungswert hätte, wenn sich hier Abgeordnete dafür einsetzen, dass Sie den Anschlag, den Sie vorhaben, auf die Fleißigen in dem Land zu verhindern, dann ist das letztklassig. Aber anscheinend gibt es zwei Welten in diesem Land. Da gibt es auf der einen Seite die Welt der fleißigen Arbeiter und Angestellten. Das sind diejenigen, die unser Sozialsystem am Leben und am Laufen erhalten, sehr geehrte Damen und Herren. Das sind diejenigen, die seit den 70er Jahren teilweise durchgehend arbeiten. Das sind diejenigen, denen wir zu verdanken haben, dass Österreich und unser Land so dasteht, wie es dasteht. Und ganz egal aus welcher Branche oder welcher Berufsgruppe, sehr geehrte Damen und Herren, das sind die Fleißigen, die ihr Leben lang gearbeitet haben. Das ist die reale Welt auf dieser Seite. Das sind diejenigen, die 45 Jahre einbezahlt haben und 45 Jahre sind genug, sehr geehrte Damen und Herren. Und dann gibt es da noch die zweite Welt, eine Art Parallelwelt, das wahre Problem, sehr geehrte Damen und Herren. Da bewegen sich die, die glauben, sie stehen über den Dingen. Da bewegen sich die, die die fleißigen Österreicherinnen und Österreicher nicht nur als Leibeigene während der Covid-Krise betrachten, sondern anscheinend auch als Arbeitssklaven, die man ausbeuten kann, damit sie unser Sozialsystem aufrechterhalten. Ich spreche von der türkis-grünen Regierung, sehr geehrte Damen und Herren, von den türkis-grünen Regierungspolitikern, den Privilegierten, denjenigen, die glauben, sie seien etwas Besseres als der fleißige Hackler. Besser und höher gestellt als die Bevölkerung. Das sind Kurz Blümel und die Kollegen der ÖVP, sehr geehrte Damen und Herren. Das sind die, die bei ihrem Freund Martin Ho Luxus, Sushi und Co. konsumieren, während viele im realen Leben nicht einmal mehr wissen, wie sie Grundnahrungsmittel kaufen können. Und dann kommen solche Artikel zutage. Ich zitiere, Szene-Gastronom Martin Ho erhielt von der ÖVP im Jahr 2018 60.000 Euro. Allein für eine Party. Im engeren Kreis aus Anlass 100 Tage Regierung gab die Partei mehr als 26.000 Euro aus. Das ist die Welt der ÖVP, sehr geehrte Damen und Herren, die Abgehobene. 26.000 Euro. In einer Nacht geben sie mehr aus als ein Arbeiter, ein Hackler, ein Angestellter teilweise in einem ganzen Jahr verdient. So abgehoben und so realitätsfremd sind sie, sehr geehrte Damen und Herren. Und wenn ich schon bei abgehoben und realitätsfremd bin, ist das ein gutes Stichwort und dann bin ich auch schon bei den Grünen. Als Paradebeispiel die Frau Kollegin Maurer, die sich als moralische Instanz aufspielt seit ein paar Wochen hier im Parlament. Das ist die Kollegin, die ganz Österreich in Österreich nicht wegen ihrer großartigen Leistung als Clubobfrau kennt, sondern wegen einem Foto. Mit einer Hand den Stinkefinger, mit der zweiten Hand das Champagnerglas. Bravo, Champagner. Das zeigt ihre Geisteshaltung zur Leistung in diesem Land. Das ist ihre Welt. Die reale Welt, die kennen Sie gar nicht mehr von Ihrem hohen Politikerross herab. Und die Frau Kollegin Maurer, und das ist ja das Problem, die kann doch gar nicht greifen, was 45 Beitragsjahre und Arbeitsjahre sind. Wahrscheinlich kann sie 100 Jahre alt werden und kommt nicht auf 45 Jahre. Das ist das Problem, warum Sie hier so über die Bevölkerung drüber fahren. Das ist schon keine Parallelwelt mehr, sehr geehrte Damen und Herren. Das ist schon fast ein Knacks in der Matrix. Sie bewegen sich in einem unsichtbaren Paralleluniversum. Sie sind die Raubritter des 21. Jahrhunderts. Türkis-grüne Pensionsraubritter, sehr geehrte Damen und Herren. Das ist die Wahrheit. Sie verstehen einfach nicht, wie es ist, wenn man ein Leben lang arbeitet und schuftet. Sie verstehen es nicht, was es heißt, ein Leben lang Krankenversicherungsbeiträge zu zahlen und dann monatelang auf eine notwendige Behandlung zu warten oder jetzt durch ihre Regierungsmaßnahmen während Covid gar nicht behandelt zu werden, obwohl man die Krankenversicherungsbeiträge einbezahlt. Sie verstehen es nicht, wie es ist, wenn man überholte Steuern zahlt und mit seinem Einkommen kein Auskommen mehr findet, damit Regierungspolitiker von der
türkisgrün hunderte Millionen ins Ausland und der EU nachschicken. Weil sie so realitätsfremd sind, verstehen sie auch nicht, wie es ist, wenn sie in die Taschen der Fleißigen in diesem Land greifen und die Pension angreifen und somit auch noch den Ausblick für die Zukunft nehmen. Sehr geehrte Damen und Herren, Faktum ist, in einer Demokratie ist alles finanzierbar, was der Politiker finanzieren will. Alles. Wenn man den Fleißigen eine würdige Pension nimmt, dann nimmt man sie nicht, weil man es nicht finanzieren kann, dann nimmt man sie, weil man es ihnen nehmen will. Und sehr geehrte Damen und Herren, weil ich von den Grünen auch gehört habe, den Gap zwischen Frauen- und Männerpensionen. Es ist nicht fair, diesen Gap geringer zu machen, indem sie den Männern die Pensionen kürzen. Fair ist es, wenn sie die Pensionen für die Frauen erhöhen, weil nur dann haben die Frauen etwas und wenn sie Kinderbetreuungszeiten anrechnen. Das hat die Bevölkerung schon lange durchschaut. Sparen sie sich ihre Taschenspielertricks. Und wenn sie dann gleichzeitig hergehen und über eine halbe Milliarde, über 500 Millionen Steuergeld, das nicht Sie erwirtschaftet haben, Herr Kurz oder werte Herren von den Grünen und Damen von den Grünen, sondern dass die erwirtschaftet haben, gegen die Sie jetzt ausrücken, um ein Geld aus der Tasche zu ziehen, der EU nachwerfen und ins Ausland schicken, dann ist das eine Offenbarungseid. Ein Offenbarungseid, der lautet, Ihnen ist es wichtiger, das österreichische Steuergeld für die EU, für Zuwanderung und für Auslandshilfe zu verwenden, als den eigenen Leuten in diesem Land in dieser Krise zu helfen. Und sehr geehrte Damen und Herren, das unterscheidet uns. Wir Freiheitlichen sind die einzige Arbeiterpartei, die Prioritäten in dieser Frage setzt. Die einzigen, die ehrlich dazu stehen, dass uns die heimischen fleißigen Arbeiter wichtiger sind als die EU und Zuwanderung. Unsere freiheitliche Haltung ist klar. Fleißige Österreicherinnen und Österreicher zuerst. Umgangssprachlich könnte man sagen, sehr geehrte Damen und Herren, das Hemd ist uns näher als der Rock. Es braucht faire Pensionen, die sich lohnen. 45 Jahre sind genug, sehr geehrte Damen und Herren.